Battlefield 42, Leute. Extra für diesen Moment habe ich vorgestern ein so wunderbares Video eigentlich vorbereitet und bearbeitet und ihr werdet es morgen sehen. Es überschneidet sich also ein bisschen was. Vorgestern und gestern gab es die ersten Teaser und Leaks und Geheimnisse und Gerüchte und es gab ganz viel, was darüber berichtet wurde und heute haben wir den ersten wirklichen Trailer bekommen. Kein Gameplay-Trailer, der Gameplay-Trailer von Battlefield 42 wird am Sonntag released, das heißt am Sonntag, den 13. Könnt ihr euch schon mal vormerken, kann man sich ein bisschen mehr angucken, wie die Engine aussieht, wie die Bewegung der Charaktere sich anfühlt und. Weil wir davon reden, ich werde euch alles aus dem Gameplay-Trailer sagen, alle meine Meinung dazu äußern. Ich freue mich sehr auf Battlefield, Leute. Jetzt am 12. und 13. Juni, das ist jetzt am Wochenende, Samstag und Sonntag, gibt es auf meinem Twitch-Kanal ein Live-Warzone-Turnier. Ihr könnt über 200 Euro dabei gewinnen. Das ist das allererste Warzone-Turnier, was wir bei mir jemals machen. Das letzte Turnier vor knapp 4 Wochen war ein Cold-War-Turnier. Wenn ihr also Bock habt, aus dem Multiplayer wegzukommen, ein bisschen euch auf Battle Royale, dem wird es auch ein Battlefield geben, hypen wollt, unten ein gutes Warzone-Trio seid oder habt vielleicht, schaut mal vorbei auf meinem Discord-Channel, da könnt ihr euch anmelden. Es wird gespielt, ihr zu dritt, ich springe mit euch ab als Squad, ich werde mich sofort töten und kann euch beobachten. Eigentlich haben wir gedacht, dass wir nur 8 Dreier-Teams erlauben. Jedes Team hat in der ersten Runde nur eine Runde Zeit, Kill zu machen, Punkte zu machen durch Platzierung. Im Discord-Channel steht auch, wie viele Punkte man für was bekommt. Wir erhöhen das Ganze. Jeder, der sich anmelden möchte, bis Freitagnachmittag 18 Uhr, muss es jetzt machen. So kann er am Samstag ab 15 Uhr im Warzone-Turnier teilnehmen. Es gibt ein paar Preise für euch und vor allen Dingen jede Runde von euch wird live gezeigt. Die ganzen Regeln stehen da drin, das heißt viel Spaß dabei. Lasst uns jetzt aber zu Battlefield kommen. Battlefield 42 ist also letzten Endes der Name davon. Und wir haben aus dem Gameplay jetzt relativ viele Infos bekommen und plus Sachen, die DICE und EA uns gegeben haben. Und betrachtet man die Kurve des Interesses von Leuten an Cold War und Modern Warfare, sind wir irgendwo, das hier ist das Höchste. Hier waren wir vor einem Jahr und es geht aktuell täglich komplett runter. Das heißt, Battlefield für uns alle kann vielleicht die Erlösung sein, kann uns mehrere Monate Spaß bringen, kann eine reine Enttäuschung sein, man weiß es einfach noch nicht. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei. Wir bekommen verschiedenste Sachen, Battlefield, unter anderem 10 verschiedene Spezialisten zum Release von Game. Diese 10 Spezialisten, ja, bei Spezialisten klingelt bei einem COD-Spieler, ihr kennt das auch immer so, Black Ops 4... Black Ops 3, dann denkt man so, oh okay, Black Ops 3 war gut, aber Black Ops 4, Spezialisten, nein, das ist nicht gut. Im Battlefield kennt man das. Die Spezialisten haben schon seit Jahren im Battlefield immer eine spezielle Fähigkeit. Dieses Jahr ist es so, dass jeder von diesen Spezialisten 2 Fähigkeiten hat. Die 4, die wir schon bestätigt bekommen haben, sind Recon, der Hunter, das ist im Prinzip Assault. Dann haben wir noch Support, das ist ein Medi, der unter anderem Leute wiederbeleben und heilen kann. Und Engineer. Engineer hat unter anderem die Fähigkeit oder das Gadget die Möglichkeit, ein mobiles Geschütz mitzunehmen und dieses mobile Geschütz gleichzeitig auch selber zu steuern. Finde ich als Idee, dass man den Leuten ein bisschen mehr kreative Auswahl gibt, was sie überhaupt nutzen wollen, ziemlich geil eigentlich. Der 4. im Bunde ist ja der Recon, der hat auch 2 Spezialfähigkeiten. Einmal eine Recon-Drohne tatsächlich. Diese Drohne schwebt dann umher, kann von ihm kontrolliert werden und kann Feindbewegung auf dem Feld, auf Hochhäusern und sonst wo anzeigen. Das 2. ist, und das ist ganz cool für die, die vielleicht ein bisschen passiver spielen wollen, er hat eine Art Motion-Sensor. Das heißt, sobald ein Gegner an diesem Motion-Sensor sprintet, erhält der Recon eine Info darüber. Kann man also nutzen, wenn man zum Beispiel irgendwo snipen möchte und einfach das Ding hinter sich hinstellt. Die Maps, die wir bekommen haben, haben verschiedenste Namen. Und ich werde euch mal, ich habe mir die extra aufgeschrieben, ich kann sie natürlich noch nicht auswendig, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür habt. Und im Gameplay-Trailer seht ihr die Maps auch. Wir haben Manifest, das ist eine Hafenanlage irgendwo in Singapur. Wir haben Kaleidoskop, das ist Südkorea, glaube ich. Da haben wir Hochhäuser, wir haben Ziplines, der Assault hat eine Zipline. Das heißt, ihr könnt euch relativ schnell bewegen, habe ich das Gefühl, ohne einen richtigen Gameplay-Trailer bisher gesehen zu haben. Ist einfach nur das Gefühl, was ich habe. Wir haben Orbital, das ist ebenfalls wieder mit einer dynamischen Map oder mit einer dynamischen Aktion, die entstehen kann. Bei Orbital ist es zum Beispiel so, dass dort so eine Weltraumrakete startet. Diese dynamischen Elemente gibt es wohl auf jeder Map, aber nicht in jeder Runde. Das heißt, es gibt unter anderem einen heftigen Tornado, es gibt den Raketenstart, es gibt Überflutungen, es gibt Erdbeben, es gibt Vulkanausbrüche, es gibt Gletscherabbrüche, alles Mögliche. Diese Elemente
es ist noch nicht sicher, wie sie im Prinzip aktiviert werden. Sicher ist nur, dass diese Elemente nicht in jeder Runde immer passieren. Das heißt, man muss eventuell etwas dafür tun oder spielt 3-4 Mal die gleiche Map, bis eins dieser Elemente losgeht. Und dann muss man wahrscheinlich gucken, dass man nicht in der Nähe ist, kann das vielleicht nutzen für sich oder. Battlefield, das war ja von vielen die Befürchtung, die jetzt irgendwie noch nicht das Glück haben, eine PS5 oder eine Xbox Series S oder X zu Hause zu haben. Es ist tatsächlich so, dass wir 128 Spieler-Maps und die Maps sind extra für 128 Spieler auf den New-Gen-Konsolen haben. Auf den Old-Gen-Konsolen ist es die Hälfte von dem Ganzen. Das heißt, selbst wenn ihr keine PS5 habt, keine neue Xbox, ihr habt eine PS4, ihr habt irgendwie eine Xbox One oder sonst was, könnt ihr Battlefield spielen. Allerdings eben zum einen, das Ganze ist kleiner skaliert und etwas, was ich befürchte, dass auch dort nicht nur grafisch von der Unterschied PlayStation 4 zu PlayStation 5, sondern Spieleentwicklung, dass das Hauptaugenmerk dieses Jahr auf den New-Gen-Konsolen lag. Weshalb ich euch keine Angst mehr machen möchte, aber es kann durchaus sein, dass ihr ein, zwei Effekte habt, die nicht so geil sind wie in dem Game für die New-Gen-Konsole. Wir haben im Prinzip drei verschiedene Modi, die wir jetzt schon wissen. Das kennen wir auch aus den anderen Battlefield-Teilen bisher. Battlefield 5, meiner Meinung nach, eine absolute Enttäuschung. Battlefield 4 und 2 fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Battlefield 1 natürlich auch. Es gibt verschiedene Modi, die wir spielen können. Der erste heißt All-Out Warfare. Kennen wir alle aus jedem Battlefield, ist im Prinzip der Standardmodus. Dazu kommt ein zweiter Modus, ein Squad-basierter Modus, und EA und DICE haben selber geschrieben, das ist eine moderne und neue Auffassung des Multiplayers. Er ist Squad-basiert, ihr spielt also dort zu viert. Wenn man mich fragen würde und ich jetzt sagen müsste, nach was das klingt, ist das für mich eine Mischung aus Battle Royale-ähnlichem Teamzusammenstellung und eine Multiplayer-Erfahrung. Ich weiß gar nichts sonst darüber, ist aber zumindest mal spannend, dass wir wieder etwas Neuerung bei dem Ganzen haben. Der dritte Modus in Battlefield 2042 wird erst am 22. Juli bei EA Play released. Das heißt, bis dahin muss man warten, ob es da vielleicht noch unter anderem durch Tom Henderson oder andere Leaker und Content Creator neue Infos dazu gibt. Battlefield wird im Prinzip wie jedes aktuelle Spiel, auch wie Call of Duty jetzt schon seit Monaten, ein Battle Pass bzw. Season Pass System haben. Es wird auch wieder so sein, dass alles, was das Gameplay verändert oder verändern kann, sprich Waffen, Ausrüstung, ähnliches, im Season Pass umsonst erhältlich ist, durch einfache Spielzeit wahrscheinlich, während andere schöne Effekte sozusagen, während Ausrüstungsgegenstände, die sich nur in der Farbe verändern, oder Ausrüstungsgegenstände für Charaktere oder sonst was, etwas Geld kosten. Der Season Pass, der ist in Fortnite, in PUBG, in COD, jetzt in Battlefield, das ist aktuell einfach die sinnvollste Methode für die Publisher und Game-Entwickler, das Geld am Ende zu verdienen. Das meiste Geld verdienen die Unternehmen wie Activision, Tencent nicht mehr durch die reinen Spielverkäufe, sondern durch die Ingame-Käufe. Battlefield 42 wird in drei verschiedenen Versionen erscheinen. Eine Standardversion, eine Goldversion, eine Ultimate-Version. Die Version könnt ihr auch bereits vorbestellen. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich sowieso digital kaufen, was bedeutet, dass man da keine Sorge mehr haben muss, dass es ausverkauft ist, so wie es früher mal lange Zeit war. Ja, und das ganze Gameplay-Reveal, was wir dazu bekommen, wird jetzt am Sonntag, den 13. Juni sein. Das heißt, rein theoretisch, Leute, könnt ihr am 2. oder am 12. und 13. Juni das Warzone-Turnier bei mir spielen, fett die Kohle absahen, euch Sonntag einen dicken Döner kaufen und dann zusammen mit mir im Stream auch noch das Battlefield-Gameplay-Reveal gucken. Meiner Meinung nach klingt das nach einer guten Idee. Mich würde eure Meinung interessieren. Habt ihr Bock auf Battlefield? Habt ihr auch die Schnauze voll von Call of Duty, vor allen Dingen vom Multiplayer, und wollt ihr Activision mal zeigen, dass es endlich Konkurrenz gibt? Lasst gern Like nach oben da, lasst gern Daumen da, lasst gern euren Support in Form eines kostenlosen Abos da und schreibt mir gerne in die Kommentare, das würde mich persönlich interessieren. Wie viel Bock habt ihr auf Battlefield? 1 bis 10. Bei mir, wenn ich bedenke, wie COD aktuell ist, eine 18. Ich bin raus, haut rein!